Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Aetna bricht aus. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind bereits bei Folge 21. Aus der Anstalt sind wir draußen, aber wir sind jetzt in einer Kirche. Und wir kommen von dort auch nicht wirklich weg. Der Pfarrer weiß aber etwas über unseren Vater, nur ist er verschwunden, weil jemand an der Glocke gebimmelt hat. In der Zwischenzeit haben wir seltsame Dinge gemacht. Eigentlich wollte ich das noch gar nicht machen. Ist mir eher zufällig passiert. Ich wollte das eigentlich noch ausprobieren mit allen möglichen Dingen, aber gut. Soll sein. Da oben waren wir noch nicht. Hoch. Was? Edna. Was ist dir passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Oh. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Na super. Aber ich habe ihn ja nicht Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Na toll. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Wir könnten ihn schubsen. Haben wir noch den Poloschläger? Mach ja keine Dummheiten. Okay. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Okay. Ich muss nachdenken. Worüber? Wie du mich umbringen kannst? Harvey, was hältst du von ihm? Was denkst du, Harvey? Habe ich die Schuld, weil ich ihn rausgelassen habe? Hör nicht auf ihn. Er ist vollkommen gestört. Das wird nicht wirklich besser, wenn du das sagst. Dann haben wir ja doch die Schuld. Ob bei ihm eine Sicherung durchgerostet ist? Der ganze Sicherungskasten. Und die lose Schraubensammlung. Ich hätte das kommen sehen müssen. Ach, Edna. Vor allem, wie er Auto gefahren ist. Diese Suppe habe ich mir vielleicht wirklich selbst eingebrockt. So darfst du nicht denken, Edna. Du kannst nichts dafür, dass bei ihm der Sicherungskasten unter Wasser steht. Ich habe ihn freigelassen, Harvey. Und dabei wusste ich doch, dass er verrückt ist. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob das alles so gut ist, was ich hier mache. Sie hat auch sich freigelassen und offensichtlich ist sie verrückt. Sie spricht mit einem Kaninchen, das aus Frau T. besteht. Okay, was haben wir hier noch? Da ist eine Leiche. Die schauen wir uns mal an. Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Ja. Der Typ ist ein echter Psychopath. Meint er jetzt die Leiche oder den Schlüsselmeister? Das wollte ich nicht. Was denkst du, Harvey? Ist das meine Schuld? So darfst du nicht denken, Edna. Du wolltest nur das Beste für alle. Ich erkenne das Alpha. Aber wo ist das Omega? Siehst du dieses Licht? Halleluja. Tja, wir könnten das natürlich einschlagen und so fliehen. Okay, wir tun das wirklich. Aber es wird nicht schlimmer. Okay. Was fällt dir zu diesem prachtvollen Buntglasfenster ein, Harvey? Es würde schöne Scherben geben.
Das haben wir schon gemacht. Glas rostet nicht. Können wir die Scherben mitnehmen? Es ist kalt. Okay, gehen wir noch ein Stück weiter rauf. Made in Kruppstadt. Auf J7 Minor gestimmt. Was sagt sie zum Mond? Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Ah, das hatten wir schon. Also das geht sicher. Und, kommt Hilfe? Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Oh. Poki, was sagst du zur Ganz Glocke? Ganz schön düster, wie Edna hier in der letzten Szene aus lauter Verzweiflung auch noch die Kirchenglocke schlagen muss. Wie gesagt, es gibt halt noch ein happiges Ende mit diesem Kapitel. Dafür gibt es noch eine lustige Sache hier in diesem Screen, und zwar, wenn man sich die Ferne anguckt, dann kriegt man nochmal einen kleinen Ausblick darauf, was so aus dem Alumann geworden ist. Das hat mir gut gefallen. In die Ferne? Oh ja, da gibt es die Ferne. Schön, dass er das sagt. Ich kann in der Ferne die Anstalt sehen. Oh. Und da ist die Straßensperre. Und da... Ist das etwa der Alumann auf der Aussichtsplattform? Oh. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Er ist zu einem Lichtwesen geworden. Auch nicht schlecht. Harvey, was sagst du zur Ferne? Kannst du unser Haus sehen, Harvey? Von hier oben sieht alles ganz anders aus. Den schmeiß ich lieber nicht weg. Er hat mir gute Dienste geleistet. Tja, was passiert, wenn wir eigentlich nicht auf den Typen hören und einfach weiter klingeln? Kommt er dann rauf und holt uns runter? Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Okay, dann komm doch. Ich habe keine Angst. Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Okay. Gut, das geht so nicht. Ja, nachdem wir dort schon das Ding so reinstecken konnten, muss es wohl irgendwo daran liegen. Wir gehen nochmal runter und schauen nochmal nach, was wir da spielen müssen. Da war doch irgend so eine Box, irgend so ein Buch, wo drinnen gestanden ist, was man spielen kann. Der Gitarrenverstärker ist an. Das heißt, wir können Lärm machen. Das ist F. Also wir haben E. Dann haben wir G. Dann haben wir D. Dann haben wir A. Und dann haben wir F. Wieso steht F nicht hier? E, G. D. A, F. Okay. Merken wir uns das? Wahrscheinlich nicht. E, G, D. Schauen wir mal. Was kann man denn da alles machen? Was kann man denn da alles spielen? Na komm.
Was können diese Schalter? I. Okay. Oh. Okay. Dröhn. Dann haben wir gesagt D. Dann war A. Und zu guter Letzt F. Okay. Das ist nicht gedröhnt. Was mit H? Okay. F war nicht eingezeichnet. Was ist damit? Ah, okay, das ist der Schalter für das Ding. Jetzt ist es an. Jetzt ist das auch an. Also wir machen einen Haufen Lärm. Aber ansonsten nicht wirklich was, oder? Hey, wir machen... Wow. Okay. Okay. Okay, warte mal, weil jetzt ist irgendwas hochgefallen. Jetzt ist es oben. Man kann es nicht benutzen. Gibt es jetzt was anderes? Ich weiß noch nicht, was du getan hast. Aber bitte leise, Vince. Ich muss nachdenken. Okay, gut. Machen wir jetzt mal Klöppel, Klöppel. Vielleicht setzt er sich das Ding dann auf. Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Also damit funktioniert das nicht. Mach keinen Lärm da oben, sonst... Noch ein drittes Mal. Aller guten Dinge sind drei. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie ich dieses Rätsel lösen soll. Also soweit ich weiß, muss er das Ding aufsetzen. Das heißt, ich muss irgendwie eine Art von Lärm machen, die ihm echt nicht behagt. Und ich glaube auch, dass es mit der Orgel an sich zu tun hat. Das ist kein Walkman. Naja, okay, dann. Nein. Ach, das du Schreck. Will ich auch nicht. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Kann man?
Nö. Kann man es wieder abstecken? Und bei der Orgel anstecken vielleicht? Na gut, wir versuchen es mit der Orgel nochmal. Was war das jetzt? E? Wir sind einfach laut. G. D. Hab ich irgendwas nicht verstanden vielleicht? Und F. Oder habe ich das falsch gelesen? Vielleicht ist es auch nicht F. Weil immerhin dröhnt es nicht bei F. Vielleicht ist das einfach nur die falsche Abfolge an Noten, die ich da spiele. Was sagt eigentlich dazu? Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. So wie alle Kirchen. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tieferliegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile. Erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude. Und dann halt dieses. Worüber der sich Gedanken macht, ist unglaublich. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Sogar auf die Treppe und so. Ach ja, stimmt. Was perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Okay, jetzt wo es sagt, sehe ich es auch. Na gut, nein. Schauen wir uns noch einmal das an da vorne. Vielleicht. Schauen wir uns mal die Noten an. Kann ich Noten lesen? Vielleicht ist das E. So, also die erste Note ist halt E. Okay. Warte mal, E, F, G, A, H, D. Stimmt aber, das ist E. Wenn das E ist, dann ist F nicht drinnen. Das heißt, diese Note hier ist ein G. Das heißt, die letzte Note ist ein G. Die erste Note ist ein E, F, G. A, das heißt, die zweite Note ist ein A, H, C, D, also E, A, D, H, G. So müsste es sein. E, A, D, H, G. Das ist nur einfach schlecht gezeichnet. Ja, Poki, da hättest du dir Mühe geben können. Oder vielleicht wolltest du es auch so schlecht gezeichnet lassen, damit wir möglichst viel Mühe haben. Ja. Also wir fangen mit E an. Dann machen wir A. Oder? Ja. Drün. Und dann machen wir D. C, D. Drün. Und dann zurück zu H. Oh.
Und ganz zum Schluss zurück zu G. Alles macht dröhn, dröhn. Oh. Hey, das rockt. Schrabbeldi, schrabbeldi, schrabbeldi. Okay. Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Okay. Hat er jetzt das Ding auf? Ha, jetzt hat er das Ding auf. Und was wir jetzt machen ist, jetzt beameln wir. Oder? Jetzt hört er das Bimmeln nicht mehr. Was war das für ein Schrei? Okay. Hey, der Schlüsselmeister ist weg. Hier ist er auch nicht. Wo ist er denn hin? Oh nein. Ups. Das wollte ich doch nicht. Oh nein, natürlich nicht, aber wir. Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Ja, Entschuldigung, bitte. Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Mhm. Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Okay, danke, dass wir hier wegkommen. Das war jetzt nicht lustig. Könnten wir wieder zurück in die Anstalt? Endlich daheim. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob es daheim ist. Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. Okay. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Auch gut. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Mhm. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Mhm. Okay, den Schlüsselmeister sind wir los. Und wir sind zu Hause angekommen. Es schaut fürchterlich aus. Wir sprechen nochmal mit Poki und dann machen wir Schluss für heute. Würde ich fast sagen. Und das nächste Mal schauen wir uns hier um. Ist das okay? Ja, bevor es jetzt so richtig schön deprimierend wird, na, gestatte ich Edna, an diesem Screen nochmal ihren ganzen Frust auszulassen. Und entsprechend ist er mit dem zerstörenswertesten, was mir eingefallen ist, bevölkert. Und zwar sind das diese freundlich reinschauenden Gartenzwerge. Gartenzwerge. Okay. Viel Spaß. Okay. Gut, das klingt lustig. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Vielleicht einer deiner Kumpel? Oh, das ist aber dann einfach. Was hältst du von dem Zwerg, Harvey? Man sollte ihn an die Wand stellen. Harvey! Was denn? Zwerge mit roten Zipfelmützen sind durch die Bank aufrührerische Unruhestifter. Das denk an Papa Schlumpf. Oder Karl Marx. Papa Schlumpf oder Karl Marx. Ist auch gleich das Gleiche. Können wir die dann zerschlagen, nehme ich mal an. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Okay. Dann...
du vielleicht? Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Na hey, ich wollte ihn da oben. Okay. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Harvey, was sagst du zu dem Anglerzwerg? Was hältst du von dem Zwerg, Harvey? Man sollte ihn an die Wand stellen. Harvey! Was denn? Zwerge mit roten Zipfelmützen sind durch die Bank aufrührerische Unruhestifter. Denk an Papa Schlumpf. Oder Karl Marx. Okay, ich glaube also, sie zerstört einfach alle Zwerge. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Ich würde mal fast sagen, es ist im Mittleren. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Tja, bleibt dann ja wohl nur noch dieser hier. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Du weißt aber schon, dass ich zuerst den schon als zweiten ausprobiert habe. Ich finde, das ist nicht richtig. Das Spiel verarscht mich. Jetzt ist er wie neu. Ich dachte es mir, dass er verrostet ist. Ob sich die beiden verstehen werden? Der eine führte uns raus aus der Gefangenschaft und der andere führt uns rein in die Vergangenheit. Na gut, Herrschaften, wie schon gesagt, an dieser Stelle breche ich für heute ab. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.